26 Grad und kein Wölkchen am Himmel. Ideale Voraussetzungen für unsere Sommerglücksmomente-Tour. Ja, und heute, da machen wir den Traunsee unsicher. Der erste Halt ist das Hotel Das Traunsee. Mal schauen, wo sich da die Sommerglücksmomente versteckt haben. Der Zugang vom Zimmer zum See. Wo gibt's denn sowas? Nicht etwa in Monaco, sondern in Traunkirchen, einem besonders verträumten Fleckchen im Salzkammergut. Wolfgang, wie ist denn das? Du arbeitest dort, wo andere Urlaub machen, kann man so sagen, oder? So kann man das nennen, ja. Viele, viele Stunden verbringe ich in meinem Hotel, da versuche ich mir so angenehm wie möglich zu gestalten. Ne? Was ist denn die Faszination Traunsee? Es ist sehr abwechslungsreich, es hat ein bisschen was vom Gardasee, es hat ein bisschen was von Monaco in Gmunden, es hat aber sehr verträumte und verspürte Ecken da in Traunkirchen und in der Umgebung. Es hat von allem ein bisschen was und vor allem hat Mystik, ne, der See. Welche Geschichte steckt eigentlich hinter deinem Hotel? Hinter meinem Hotel, das ist also unser Haus, ist ursprünglich die Brauerei gewesen vom Kloster Traunkirchen. Und aus diesen Stallungen und Brauerei hat sich dann irgendwann einmal eine Villa entwickelt und aus der Villa dann das Hotel. Ne? Wenn man hier lebt am Traunsee, man sollte schon ein Bootal haben, oder? Ja, sollte man schon. Ich meine, ein Bootal haben ist ein gewisser Luxus, den man sich leisten können muss. Ja. Das ist klasse bei uns, wir haben eine Lizenz dabei, also wir haben Wassertaxi-Konzession dabei. Wir können mit unseren Gästen auch im Sommer herumfahren. Also wenn ich jetzt eine Taxifahrt bei dir buchen möchte, dann ja, ginge das? Dann ginge das, ja. Dann buche ich jetzt eine. Dann fahren wir, eine oder? Eine Rundfahrt, ja, oder? Ja, schmeißen wir uns am See. Ja. Die Sonne und du. Die Sonne und du. Also das ist jetzt ein richtiger Glücksplatz da herum. Und zwar das ganze Ostufer ist unbewohnt und Wildnis quasi. Man kommt nur mit dem Boot her oder beschwerlich über die Berge. Und da sind wir jetzt in Karbach. Das ist ein Wirtshaus, wo man wirklich nur mit dem Wassertaxi herkommt oder über 4 Stunden Fußmarsch von Gmunden. Was machen die Leute bei diesem geheimen Platz? Ein bisschen Knockout baden gehen, ein bisschen Musikgang betreiben, ein Picknick mit haben, ja, einfach die Natur genießen. Ne? Geheimtipps unter Einheimischen, oder? Ja, ich darf euch das gar nicht sagen. Ne? Mit einem Geheimnis mehr im Gepäck geht's zurück ans Ufer. So, Wolfgang, der Abschied fällt schwer. Wunderschön war es bei dir, muss ich sagen. Danke, freut mich, dass du da warst. Ich gehe auch wieder ins Geschäft. Prost, ja, du hast wieder was zu tun. Ja. Wir auch. Wir fahren jetzt in die Kreislerei. You got to slow down. Ähnlich wie im Süden cruist man im Salzkammergut mit dem Bike durch die Gegend. Edi von der Kreislerei ginge übrigens auch als Südländer durch. Der gestandene Traunkirchner weiß genau, welche Souvenirs die Großstädterherzen höher schlagen lassen. Das waren zum Beispiel handgeschmiedene Messer. Das ist zum Beispiel schon eins in Gebrauch. Für die Lederhosen grundsätzlich, aber das ist genauso gut was zum Jausner für daheim. Was gab es noch für das Salzkammergut? Natürlich ein Hut. Unbedingt. Ist auch großstadttauglich. Unisex Herren Damen, den haben wir extra entwickeln lassen für Traunkirchen jetzt. Hat jeder Ort irgendwo seine eigene Idee, was einen Hut betrifft. Ja. Was ist mit dem Hut in der Großstadt? Also wenn ich in Wien unterwegs bin, sehe ich im Durchschnitt 2 Leute mit einem Traunkirchenhut mittlerweile. Die sind zwar jetzt nicht aus dem Salzkammergut, weil Gummi, Baum haben wir nicht sehr viel. Das braucht man auf jeden Fall bei uns. Weil so schön es ist, so viel kann es auch regnen bei uns. Und da ist halt der Gummistiefel ein ganz lässiges Accessoire. Nein, aber wenn es regnet, regnet es gescheit. Und dann ist natürlich das Beste dazu kein Schirm, sondern das ist ein Schneidgär. Das ist ein Aussehhut vom ödesten Hutmacher von Europa. Und wenn das ein Dirndl heute auch hat, wenn es regnet, kann überhaupt nichts passieren. Und schaut auch ziemlich scharf aus, also gut aus. Gummler bleiben beim heutigen Strahlewetter im Schrank. Wir schwingen uns aufs E-Bike und begeben uns auf die Suche nach Originalschauplätzen der Serie Schlosshotel Ort. Zwischen 1996 und 2004 wurde die Serie hier gedreht.
Was bleibt, ist das Interesse der Touristen am TV-Schlösschen. Doch nun Schluss mit Sightseeing. Den leeren Magen füllen wir wie echte Gourmets im Schloss Freisitzreuth in Gmunden. Vor 4 Jahren hat Susanne Lehner das Hotel inklusive Gourmet-Tempel übernommen. Das Schloss hat eine sehr lange Tradition. Und zwar wurde es 1550 das erste Mal urkundlich erwähnt überhaupt. Mhm. Also wann der genaue Ursprung ist, weiß man nicht. Erst, dass es da zum ersten Mal erwähnt worden ist und der Kaiser Rudolf hat es dann zum Freisitz erhoben. Das bedeutet, dass es keine Steuern zahlen musste. Also der Freiherr von und zu Pöllheim, der es damals hatte, der war von den Steuern befreit. Leider gilt das nicht mehr, aber wir sind immer noch ein Freisitz. Wie sind jetzt wieder eigentlich dazugekommen? Ich bin seit 4 Jahren jetzt da und habe gesehen, dass die Stelle ausgeschrieben war und das Haus vom Namen her gekannt. Aber irgendwie war es nie so das Traumziel. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal hier war, da war es Liebe auf den ersten Blick sozusagen. Es hat mich einfach gefangen genommen. Da, wo wir jetzt sind, könnte man es als heiligen Ort beschreiben? Die Weinkapelle, ja. Der Name klingt relativ heilig, aber was da passiert, ist alles andere als heilig. Da haben wir schon ziemlich tolle Partys und Feiern gehabt. Woher der Name Weinkapelle? Früher war es mal eine Kapelle und dann bei der Vorbesitzerfamilie war es eine ganz wilde Rumpelkammer. Ein Mensch, der so wie du gibt es, ein Mensch, der sehr bald wieder nimmt. Du hast die Kraft einer Löwin, doch du träumst so wie ein Segel. Seit der Renovierung vor 4 Jahren versprüht jedes Plätzchen im Garten Märchenflair. Welche Bedeutung hat denn dieser Platz für Sie? Der Springbrunnen ist für mich ein absolut kraftspendender und energiebringender Platz. Mhm. Oft mal am Nachmittag, wenn man irgendwie ein bisschen ausgepowert ist oder einen strengen Tag hinter sich hat, und dann nehme ich mal eine Tasse Kaffee und sitze mich daher und spüre einfach die Kraft, die der Ort hat. Gesäumt von den Apfelbäumen, die Jahrhunderte alt sind. Die Äpfel von diesen Bäumen, die verwenden Sie tatsächlich fürs Essen, oder? Ja. Apfelstrudel, habe ich gehört, ist so die Spezialität. Ja, ganz genau. Also wenn Sie bei uns einen Apfelstrudel essen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, liegt bei 90%, dass der aus den Äpfeln von unserem Garten produziert ist. Das ist das Stichwort für den wohl süßesten Abschied, den man uns auf der Sommerglücksmomente-Tour bescheren kann. Ja, also ich glaube, ich habe meinen Lieblingsplatz halt im Salzkammergut gefunden und ich hoffe, auch für Sie waren wieder ein paar Sommerglücksmomente mit dabei. Das Wasser im Traunsee, ja. Das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig kalt, aber das wird sich wohl im Laufe des Sommers auch noch ändern. Diese Destination gibt es übrigens nächste Woche für Sie. Karibische Glücksmomente in der Therme Geinberg, auf der Suche nach Kraftplätzen im Stift Reichersberg und die hohe Kunst des Fliegenfischens.